Der um 490 vor Christi geborene Zenon von Eleia war rund ein Vierteljahrhundert jünger als Parmenides und stand in engem Schülerverhältnis zu diesem, gleichsam als eine Art Adoptivsohn. Er entwickelte scharfsinnige Argumentationen, um die Lehren von Parmenides zu untermauern. Für Zenon gibt es keine Veränderung, denn Veränderung wäre nur ein Übergang vom Sein zum Nichtsein. In seinen berühmten Aporien, das sind Denkschwierigkeiten, wollte er zeigen, dass die Begriffe der Bewegung, des Teils und des Ganzen, des Ortes sowie der Wahrnehmung in sich widersprüchlich sind. Damit wären sie zur Beschreibung des Seins ungeeignet. In eine Verschwörung zum Sturz eines Usurpators verwickelt, starb Zenon von Eleia einen qualvollen Tod. Unser Modell zeigt eine seiner bekanntesten Aporien, den Wettlauf von Achill und der Schildkröte. Als der viel schnellere Läufer die mit Vorsprung gestartete Schildkröte an ihrem ursprünglichen Startplatz erreicht, hat jene schon wieder einen kleinen Vorsprung herausgelaufen. Und als Achill diesen Ort erreicht, hat die Schildkröte wiederum einen neuen, wenn auch kleineren Vorsprung und so fort bis ins Unendliche. Wir wissen zwar, dass die Schildkröte an einem bestimmten Punkt eingeholt und übergeholt wird, aber unser Denken stürzt immer wieder in Schwierigkeiten, denn wir wissen, dass die zurückzulegenden Teilstrecken unendlich viele sind, die Gesamtstrecke jedoch endlich groß ist. Erst mehr als 2000 Jahre nach Zenon wurden diese Probleme durch Differentialrechnung, Limes- und Konvergenzbegriff wenigstens mathematisch bewältigt. Während sich unsere Vorstellungskraft mit dem Unendlichkeitsbegriff wohl noch bis in alle Ewigkeit auseinandersetzen muss.